Hallo zu Avolines Leseabenteuern. Heute hat euch die Avoline eine neue Geschichte von den Igeln, der Maus und dem Schaf Sonnenschein mitgebracht. Geschrieben und gelesen von Fräulein Pippa. Viel Spaß! Die Party. Ein warmer Maitag. Die Sonne scheint und die Vöglein zwitschern. Die Iggis, Gertrud und Sonnenschein machen sich auf den Weg zum Markt. Denn es gibt was zu feiern. Till und Josephine haben heute ihren Jahrestag und da wollen die vier sie mit einem kleinen Fest überraschen. Dazu haben sie heimlich noch ein paar Freunde eingeladen. Die Planung hat Gertrud übernommen, schließlich ist sie die erfahrenste unter ihnen und hat schon so manche Feier bei Josephine mitgemacht, denn die ist für ihre Motto-Partys und selbstgemachte Leckereien bekannt. Sie wollen einen Kaffee trinken mit einer leckeren Erdbeertorte und kleinen herzhaften Snacks machen. Dazu ein bisschen Lieblingsmusik von den beiden auflegen und am Abend wollen sie den Balkon in ein kleines Freilichtkino verwandeln. Samt Hängematte, Lichterkette und Popcorn. Soweit, so gut. Nun aber müssen sie erst einmal den Einkauf bewältigen. Dazu haben sie natürlich das Zauberschaf Sonnenschein mitgenommen, damit es die Einkäufe klein zaubern kann. Schon das Einkaufen wird eine Herausforderung. Oder habt ihr, liebe Kinder, schon einmal eine Maus mit zwei Igeln und einem Schaf auf einem Markt gesehen? Irgendwie bekommen es die vier hin, dass sich die Verkäufer und Kunden kaum wundern. Sie kaufen Eier, lecker duftende Erdbeeren, frisches Brot, ein paar Aufstriche und verschiedene Käsesorten. Besonders Gertrud freut sich auf den Käse. Nachdem sie alle Einkäufe zusammen haben, gehen sie zu einer Wiese, legen alles hin und warten auf Schaf Sonnenscheins Zauberspruch. Andächtig schaut es in die Runde, nimmt seine Zauberblume und sagt: Ene mene Zauberei, klein wie eine Ameise, der Einkauf sei. Wie beim Schlauchbootzauber wirbeln nun kleine Schäfchenwolken umher, fliegen um die Lebensmittel und nach nur 5 Sekunden wirkt der Zauber und die Einkäufe werden klein wie Ameisen. Oh Wahnsinn, Sonnenschein, das hast du aber wieder toll gemacht, freut sich Iggy. Diesmal nimmt er Gertruds Rucksack, legt die Einkäufe hinein und setzt ihn auf. Gertrud, du hast schon die ganze Planung gemacht, da trage ich jetzt alles. Außerdem bin ich ja ein Gentleman. Die anderen schauen sich an und prusten los. Ein Gentleman? Wo ist denn dein Hut und passender Stock dazu? Witzelt Schaf Sonnenschein. Hey, sag mal, ich werde ja wohl noch helfen dürfen. Gertrud muss ja nicht alles machen, erwidert Iggy. Gertrud sieht zu ihm und freut sich sehr über Iggys Worte und Geste. Sie will es aber für sich behalten, ist sie doch ein bisschen angetan von ihm. In der Wohnung angekommen, schauen sie erst einmal nach, ob die Luft auch rein und nicht einer der beiden plötzlich doch da ist. Till und Josephine sind mit ihren Inlineskates an den See gefahren. Das kann schon mal eine Weile dauern. Auf geht's in die Küche, zwitschert Gertrud fröhlich, nimmt eines der vielen Backbücher aus der Stube und klappt das Rezept für die Erdbeersahnetorte auf. Dann schnappt sie sich ihre Partyliste und verteilt die Aufgaben. Schaf Sonnenschein darf auf dem Balkon den Tisch decken und dekorieren, Mini Iggy belegt die Brotscheiben und Iggy ist mit Gertrud fürs Backen eingeteilt. Beide nehmen sich ein Küchentuch als Schürze und sehen damit aus, als hätten sie karierte Röcke an. Mini Iggy und Sonnenschein lachen. Hihi, ihr seht ja aus wie Schotten. Hey, na sagt mal, das ist doch wichtig. Wir wollen doch hinterher nicht wie eine Teigkugel aussehen, entgegnet Gertrud ein bisschen genervt. Alle stellen sich nun vor, wie das wohl aussehen würde und prusten los. Meint ihr, wir schaffen das alles bis um 3? Fragt Iggy. Na klar, es sind doch noch über 3 Stunden, bis die beiden wiederkommen. Und dann gibt's die große Überraschung. Mein Schaf Sonnenschein. Mini Iggy hüpft schon wieder hin und her und freut sich auf die Gäste und das leckere Essen. Mist, wie kommen wir denn nun an die ganzen Sachen heran? Wir sind doch viel zu klein, um an den Kühlschrank und die Schublade mit den ganzen Backwaren zu kommen, überlegt Iggy. Ach ja, daran haben wir nicht gedacht, runzelt Gertrud die Stirn. Na, wir können doch einen Stuhl nehmen, sagt Mini Iggy. Und 1. Und 2 und 3 rufen alle gleichzeitig. Stück für Stück schiebt sich der Stuhl Richtung Kühlschrank. Mit einer Räuberleiter kommt Gertrud auf dem Stuhl an.
Sie sehen aus wie die Bremer Stadtmusikanten. Schaff Sonnenschein, Iggy, Mini-Iggy und schließlich Gertrud. Nach Gertrud hüpft nun auch Mini-Iggy auf den Stuhl und zusammen öffnen sie die große Kühlschranktür. Ein ähnliches Spiel ereilt sie bei der Schublade mit den Backutensilien. Aber nun waren sie ja schon geübt. Mit der Nummer könnten sie nahezu im Zirkus auftreten. Endlich hatten sie alle Zutaten zusammen. Mini-Iggy verkrümelt sich auf den großen Tisch und beginnt mit dem Öffnen der Verpackungen. Ha, hurra! Endlich sind meine Stacheln mal was für was gut! Strahlt er und piekst fröhlich in die Tüten. Alle müssen lachen. Sonnenschein beginnt zu singen, überlegt sich die Anordnung der Möbel und wie es alles schmücken will. So, als erstes müssen wir Eier, Zucker und Salz mit dem Rührgerät schaumig schlagen, sagt Gertrud. Hui, das Ding ist ja ganz schön schwer, prustet Iggy. Ach, gemeinsam schaffen wir das. Und schon kommt Mini-Iggy zur Unterstützung. Alle drei hängen nun am Rührgerät. Hihihi, das kitzelt ja wieder verrückt, sagt der kleine Igeljunge. Und auch Gertrud und Iggy müssen zugeben, dass es gar nicht so einfach ist, das große Gerät so zu halten, dass man nicht dauerhaft lachen muss. Jetzt müssen wir Mehl und Backpulver mischen und alles verrühren. Dabei brauchen sie nochmal alle Kraft und rufen: Einer für alle, alle für einen, wir sind die drei Musketiere. Danach macht Mini-Iggy sich wieder an sein Werk. Sonnenschein trällert weiter zur Musik und rückt die Stühle hin und her. Ja, so kann sich das sehen lassen, denke ich. Es kommen ja nur vier. Jetzt kann ich mich ans Dekorieren machen. Währenddessen hiefen Gertrud und Iggy die Rührschüssel an den Rand der Kuchenform. Ups, wir müssen ja noch einfetten, fällt es Iggy wie Schuppen von den Augen. Also ran an Öl und Pinsel und erst einmal einpinseln und danach den Teig einfüllen. Jetzt haben wir eine halbe Stunde Zeit, um die Füllung zu machen und den anderen etwas zu helfen. Der Teig braucht 25 Minuten im Ofen. Zum Glück hat Schaf Sonnenschein schon längst den Ofen angedreht, als die anderen mit dem Rührgerät beschäftigt waren. Na, bekomme ich dafür heute Abend den Rücken gekrault? Fragt es schließlich. Ihr müsst wissen, dass Iggy ein guter Rückenkrauler ist. Brummt Iggy. Na gut, weil du es bist. Danke, dass du daran gedacht hast. Zufrieden stapft Sonnenschein wieder auf den Balkon. Im Schlepptau hat es eine bunte Wimpelkette, die sie selbst gebastelt haben. Mini-Iggy war so fleißig, dass schon alle Brotscheiben mit altem Gouda, Alpenkäse und Ananasfrischkäse bestrichen waren, allesamt Lieblingsleckereien der beiden. So kann Mini-Iggy den beiden helfen. Sie mischen den Quark mit Zucker, schneiden Erdbeeren klein und schlagen die Sahne. Es wuselt nur so in der Küche und ein kleines Chaos entsteht. Mini-Iggys Nase klebt voller Quark, die Schlagsahne läuft aus der Rührschüssel und ein roter Fleck ziert Gertruds rechtes Ohr. Na, Gerti, dir schmeckt's wohl? Iggy schaut Gertrud liebevoll an. Stottert sie und läuft rot an. Ich muss doch probieren, ob ich euch das auch anbieten kann, findet sie sich heraus. Und wieder lachen alle. Bevor sie den Boden in zwei Hälften teilen können, muss der Teig noch auskühlen, also hilft Gertrud beim Garnieren und Iggy sucht die Lichterkette für den romantischen Abend. Wo ist die denn nur hin? Murmelt Iggy und sucht die ganze Wohnung ab. Weder in der Stube noch in Josephines Zimmer ist die Lichterkette. Da ruft Gertrud: Du Iggy, probier's mal in der Weihnachtskiste. Die steht oben auf dem Schrank. Oh Mann, und wie soll ich an die rankommen? Iggy steht schon der Schweiß auf der Stirn. Na, wir machen wieder Räuberleiter und diesmal auf dem Stuhl, tönt Sonnenschein. Ob das gut gehen würde? Da waren sich alle nicht so sicher. Aber was blieb ihnen schon anderes übrig? Also machen sie sich erneut ans Bremer Stadtmusikantenbauwerk. Eine wackelige Angelegenheit. Verblüffenderweise schafft Moss Gertrud es sogar, den Deckel der Weihnachtskiste anzuheben. War sie etwa heimlich im Fitnessstudio? Was diese kleine Maus alles leisten kann, ist erstaunlich. Hurra, sagt sie, ich sehe sie. Sie hüpft in die Kiste und wickelt einen Teil der Lichterkette um ihren Mauseschwanz. Sie hofft so, die Lichterkette aus der Kiste zu bekommen. Allerdings dauert es etwas, bis die anderen Gertrud wieder zu Gesicht bekommen. Ihr Tierbauwerk kommt ins Trudeln
und plötzlich fällt die Lichterkette herunter und direkt auf die Igel. Das Bauwerk stürzt zusammen. Alles, was man nun sehen kann, ist ein Igel-Lichterketten-Wirrwarr. Und weil es Marie-Lichterkette ist, erleuchten die Iggis in voller Schönheit. Ein Bild für die Götter. Gertrud steht noch oben auf der Schrankkante, die Kiste hängt zur Hälfte in der Luft und Sonnenschein versucht, sich wieder aufzurappeln. »Wie geht das denn?« fragt Mini-Iggy verdutzt. »Die haben wir doch gar nicht angemacht.« »Das ist doch eine LED-Lichterkette mit Batteriebetrieb.« »Durch euren Purzelbaum muss sie angegangen sein,« antwortet Sonnenschein. Die vier krümmen sich nur so vor Lachen. »Wer hat sowas denn auch schon mal gesehen? Zwei Leuchtigel?« Unterdessen klingelt es an der Tür. »Oh nein, oh nein, oh nein!« Gertrud tippelt hin und her. »Wer ist das denn jetzt?« »Na, doofe Frage,« antwortet der noch immer leuchtende Iggy. »Das werden Friederike und Michael sein. Oder Nina und Lars. Einer von euch muss aufmachen gehen. Wir kommen hier ja nicht weg.« Sonnenschein bemüht sich, so schnell wie möglich aufzustehen, während die Iggys mit ihrer misslichen Lage kämpfen. Nach dem zweiten Klingeln schafft Sonnenschein es zur Tür. Und tatsächlich, die vier haben sich bereits im Flur getroffen und freuen sich, Sonnenschein zu sehen. »Wir dachten, ihr könnt vielleicht Hilfe gebrauchen.« »Wie recht Friederike doch hat. Beim Anblick der Igel halten sie sich die Bäuche fest.« »Ich glaube, wir sind genau richtig gekommen,« kichert Lars. »Ich mach dann mal ein paar Fotos. Das müssen wir nachher unbedingt zeigen,« meint Nina. Nachdem sie die Iggys von der Lichterkette befreit haben, nehmen sie Gertrud vom Schrank und gehen in die Küche. »Also ein Schlachtfeld ist nichts dagegen,« seufzt Friederike. »Na dann ran an die Arbeit, ihr Lieben. Wir haben nur noch 20 Minuten.« In Blitzgeschwindigkeit schneiden sie den Biskuitboden in zwei Teile und schichten nacheinander den Boden und die Quarkcreme aufeinander. Zu guter Letzt kommen noch ganz viele leckere Erdbeeren obendrauf. Sieht das lecker aus! Um Lichterkette und Technik für den Kinoabend kümmern sich nun Lars und Michael. Sie haben extra den Film herausgesucht, den die beiden zum ersten Date gesehen haben. Wie gut, dass sie so tolle Freunde haben! Die Tiere staunen nur so, wie schnell das jetzt alles geht. Das kleine Buffet sieht oberlecker aus. Sie kochen Kaffee, stellen Limonaden und Sekt bereit und legen Musik auf. Nina hat Wiesenblumen aus ihrem Garten mitgebracht und Friederike einen Zitronenkuchen gebacken. Welch Augenschmaus! Nun müssen sie sich nur noch verstecken und warten, bis Josephine und Till nach Hause kommen. Sie sind so aufgeregt. Ein Überraschungsfest dieser Art haben sie ja noch nie vorbereitet. Nur 5 Minuten später geht die Tür auf. »Wir sind wieder da!« ruft Josephine. »Wo sie nun sind? Sie sind doch sonst so neugierig.« Sie laufen in die Küche und trauen ihren Augen kaum. »Herzlich willkommen zum Jahrestag!« rufen alle freudestrahlend. Till ist total erstaunt. »Wie habt ihr das alles gemacht? Das ist ja der Wahnsinn!« »Na, wir waren einkaufen,« meint Iggy. »Und haben gebacken,« ruft Mini-Iggy. »Und dekoriert,« sagt Sonnenschein. »Und hatten jede Menge Spaß,« meint Gertrud nun. »Aber keine Sorge, ihr zwei Turteltauben, wir bleiben nur bis etwa 7. Dann habt ihr wieder eure Ruhe. Die Rasselbande hat da nämlich eine Überraschung für euch,« sagt Michael. »Ach ja, was denn?« fragt Josephine neugierig. »Es gibt nachher noch Kino auf dem Balkon,« rufen nun alle im Chor. »Wow, so viele Überraschungen an einem Tag!« Till und Josephine springen schnell unter die Dusche und genießen im Anschluss fröhliche Stunden mit ihren wunderbaren Freunden. Zur Krönung zeigen die Iggys ihr Bild mit der Lichterkette. »Na, dann sind wir mal gespannt auf euer nächstes verrücktes Abenteuer,« sagt Josephine. So, liebe Kinder, wenn ihr nun Lust bekommen habt, eine solche Erdbeersahnetorte zu backen, verlinke ich euch gleich das Rezept und wünsche euch ganz viel Spaß beim Backen. Aber als Tipp, nehmt eure Eltern zu Hilfe. Macht's gut, eure Fräulein Pippa. Das war die Party von Fräulein Pippa.